Ich habe in den Gesprächen auf jeden Fall gemerkt, dass die Teilnehmer hochmotiviert sind, nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln, die viel Geld verdient, sondern auch, ja, sie wollen nachhaltig was bewegen. Wir haben besonders über die Fokussierung gesprochen, sprich, worauf sollte sich das Startup jetzt in den nächsten Wochen und Monaten fokussieren? Und wir haben über die Kennzahlen gesprochen, wie kann das, was sie tun, gemessen werden, um daraus zu lernen? Da ist viel Feuer dahinter. Goldgräberstimmung, das ist das, was hier ankommt. Ich glaube, dass viel Mut dabei ist. Und diesen Mut zu sehen, der macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es gibt ganz wenige Glücksgriffe oder dass du mal einen goldenen Apfel findest. Und dementsprechend wissen sie halt von vornherein, dass alles, was sie tun, in sich erstmal Unsicherheit ist. Und das können sie halt nur bekämpfen, indem sie testen, testen und testen. Es kristallisierte sich im Endeffekt heraus, dass Marketing und Entwicklung des Geschäftsmodells bei uns jetzt die größten Bedürfnisse sind. Da konnte ich einfach super viele Sachen mitnehmen. Und deswegen für mich ist einfach so das Kernwort, um das hier nochmal abzurunden, das Mindsetting. Wir freuen uns unglaublich über das Preisgeld. Damit können wir uns die nächsten 6 Monate perfekt über Wasser halten, uns voll auf Startup konzentrieren